Freibier hat schon so manche Veranstaltung gefüllt. Ob das in Bezug auf Politik funktioniert, wurde nun in Kooperation mit der Kultur 2015 getestet, zu der das Bündnis Münster gegen TTIP, Attac Münster und Attac Deutschland einlud. Heute ist der Attac-Bus in Münster, der fährt über verschiedene Städte, große Städte in Deutschland jedes Jahr. Und es gibt Kulturveranstaltungen zu Thema Kapitalismus oder eben jetzt ist das Freihandelsabkommen das große Thema. Mit 300 Litern Freibier wurde in gemütlicher Runde ein Zeichen gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA gesetzt. Also TTIP ist eine Gefährdung zahlreicher Standards in unserer Gesellschaft, die Generationen vor uns hart und mühsam erkämpft haben. Also Standards im Umweltbereich, keine Gentechnik, kein Fracking, Standards im Arbeitsbereich, ja, Mindestlohn, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerschutz, Mitbestimmungsrechte, die erkämpft wurden. Das alles stellt TTIP zur Disposition und das wollen wir nicht. Und deswegen fordern wir, dass die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA umgehend eingestellt werden. Ich wünsche, dass dieses TTIP-Abkommen nicht beschlossen wird, dass Abstand genommen wird und dass es genügend Bürger gibt, die das deutlich machen. Es kann auch nicht sein, dass unsere Regierung sich darauf einlässt und dass da eine Salamitaktik gefahren wird, dass eigentlich nichts nach außen dringt, man erfährt überhaupt nichts. Ich finde, das kann eigentlich nicht sein und das ist ein ziemlich großer Skandal, der mich wirklich aufregt. Das Wachstum, es geht einfach nur nach vorne, nach oben. Es muss immer mehr Leistung kommen. Und ja, in dieser Gesellschaft leben wir. Es ist schwer zu sagen, ob Veranstaltungen wie diese wirklich was bewirken können. Mir macht dieses Unternehmen ganz viel Angst. Und ich bin eigentlich gar kein politisch engagierter Mensch gewesen. Aber das treibt mich wirklich auf die Straße. Knapp 100 Menschen versammelten sich auf dem Domplatz. Doch was lockt mehr? Das politische Engagement oder doch das Freibier? Ja, es sind einige da, die nur wegen des Freibiers da sind, aber es ist auch eine Zielgruppe, die erreicht werden soll, da ganz viele Leute sowieso gegen TTIP sind, schon von vornherein und auch so eine Veranstaltung gerne wahrnehmen, aber andere Leute, die sich nicht mit Politik oder mit diesem Freihandelsabkommen beschäftigen, praktisch so hierher gelockt werden sollten, um dann etwas davon mitzunehmen. TTIP und insbesondere der Investorenschutz muss verhindert werden. Dafür ist das Bündnis Münster gegen TTIP aktiv.